Nur du, Preacher, nach links. Rabbit, wir gehen voraus. Okay. Recht sicher. Auf die Ecken achten. Ja, bestätige. Die Jungen sind alle hinüber. Der nicht! Au! Alter Schwede, was für ein Penner. Ich habe gerade Ihren Arsch gerettet. Bitte zurück an die Arbeit. Augen auf. Das war der letzte, ist keiner mehr übrig. Oh ja, da bin ich mir jetzt auch garantiert sicher, dass hier nichts mehr rumturnt. Auf jeden Fall. Bewegung 12. Das wird nichts. Das war's. So, dann schauen wir mal, wo wir hier hin müssen. Eintreten. Ach, na, da ist ja auch nur so viel Haus über, dass sich lohnt, die Tür einzutreten. Viel Blut. Wo sind die restlichen Leichen, verdammt? Der Gio hat sie mitgenommen. Was machen die immer? Sieht aus wie eine Höhle. Nein, sag nicht. Rabbit, gehen Sie voraus. Jawohl. Bin dabei. Ist fertig. Erledigt. Ah, es wird auch so langsam hell. Ganz ruhig. Da ist noch ein Lager. Himmel. Wie konnten wir diese Scheiße übersehen? Man kann nicht alles sehen. Deshalb gibt es uns am Boden. Los, Dorothy ist auf der anderen Seite. Was haben wir denn da? Wir sind fast beim OP. Wir sehen ein großes EQ-Lager. Viele Kämpfer, Flugabwehrstellung. Echt gefährlich. Ist Reaper 3-1 noch bereit für Ziele? Warten Sie. Reaper 3-1, Jimmy. Neptun hat noch Ziele. Können Sie das übernehmen? Neptun 1, kehren zur Basis zurück. Reaper 3-1, wir brauchen von Ihnen noch einen Angriff. Neptun 1, brauchen 5 Minuten, dann bekommen Sie aber nur einen. Sorgen Sie dafür, dass er richtig einsteigt. Es wird bald Tag und dann sind wir eine Zielscheibe mit Flügeln. Ganz ruhig. Erst auf meinen Befehl hinfeuern. Okay. Wir haben ein paar umschleichende Waffen. 6, 7 sind nicht wenig. Macht mal jemand Rabbit wach. Da was für euch. Rabbit, los! Hier am Boden. Rabbit, Unterstützungsfeuer! Angriff links! Ich wollte gerade fragen, wer trifft mich denn da ständig? Ist tot. Viele auf drei. Hab welche auf neun. Ist fertig. Jetzt haben wir natürlich... Aua, keine Granaten mehr. Können wir hier irgendwo noch... Versuchen mal eine andere Deckung zu finden. Da oben. Ach, da unten, das war da. So gehört sich das. Steht da noch einer? Hui! Netter Treffer. Reaper 3-1, wir haben Ziele. Neptun 1, Roger. Wir kommen zurück. Registrieren jede Menge Bewegung. Roger, Markierung folgt. Na gut, das war jetzt Munitionsverschwendung. Reaper 3-1, Tango zerstört. Beim nächsten Mal bitte einen Schuss abgeben. Roger, ja, wir haben jede Menge Bewegung südöstlich von Ihrer Position. Es ist Ihr Angriff, Neptun. Sie müssen die Ziele markieren. Voodoo, Sie und Rabbit sind für den Softland zuständig. Preacher, Sie kommen mit mir. Wohin? Ach, dahin, okay. Schauen wir mal, was uns hier oben so erwartet. Aber das hatten wir ja gerade schon ansatzweise gesehen. Okay.
hier irgendwo bestimmtes hin? Irgendwo sollte ich doch was machen hier. Ach so, ja, alles klar. Jede Menge Aktivität. Mehrere Stellungen. Suchen Sie sich was aus. Aber schnell. Volltreffer. Feind, zusammen. Feind markiert. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein, oder? Nein, da ist noch einer. Da ist auch noch was. Da auch. Ach, da ist auch noch einer. Nimm dir beide sofort. Da ist auch noch. Das kriegen wir erst gar nicht markiert. Alter, wo die sich überall verstecken hier, ne? Wo können wir die auch noch kurz wegradieren? Abgefahren, nächstes Tier. Roger, unterwegs. Gehen wir, Rabbit. Wir nach, Rabbit. Raten Sie mal, noch so eine Scheißhöhle. Ach, wie toll. Rein, Reiter. Ja, okay. Dann gehen wir mal wieder leise vor. Ja. Geräumt. Aber ihr seht nicht aus. Ihr seht's nicht aus, als wenn hier irgendwie besonders was los wäre. Kontakt! Wo? Scheiße! Guru, wir brauchen Sie! Wo denn? Ach du Scheiße. Rabbit, hier nach. Los, los! Da, ich sehe es. Zwei Ziele, links. RPG Rabbit, 9 Uhr. Das Munitionslager. Ziel am Boden. Zielen Sie auf die Kisten! Nutzen Sie RPG Rabbit! Ja, ja, ist ja gut. Krieg dich ein. Knallt das jetzt auch mal? Hallo? Leise, bitte. Müssen gleich mal ein bisschen die gucken, wie es mit dem Sound aussieht. Das ist irgendwie sehr leise gerade hier. Aber Sie haben zwei Bataillone, die bereit sind. Die sollten wir ins Gefecht schicken. Sir, die ANA ist überaus fähig. Sie kennt das Gelände, die Standorte der feindlichen C2s und außerdem wird die Taskforce von unseren besten Unteroffizieren angeführt. Verstanden. Aber wann können unsere übrigen Männer dort sein? Sobald die Chinooks betankt und beladen sind, kann es losgehen, Sir. Was ist passiert? Sir, wir haben den Feed von Reaper 3-1 verloren. Unser Kampfhubschrauber ist auf Position. Bagram, Reaper 3-1 sind wieder online. Sind das unsere Fahrzeuge? Reaper 3-1, haben Sie Sichtkontakt zu dem Konvoi in Raster 160959? Ja, Sir. Verbündete? Reagieren nicht auf Blinksignale, Sir. Synchronisieren Waffen mit unserem Flirt. Wir haben Meldungen über Hinterhalte in dem Gebiet. Sind es Freunde oder Feinde? Nicht sicher, Sir. Sie geben keine Antwort auf Blinksignale? Negativ, kein Signal. Können Sie Waffen sehen? Positiv, Sir. Also nicht identifizierte Fahrzeuge mit Waffen in einer Risikozone. Die Fahrzeuge sind nicht eindeutig identifiziert. Reaper 3-1, Sie haben Angriffsfreigabe für diese Fahrzeuge. Bagram, hier ist Colt 01. Wir haben anscheinend schweren Feindbeschuss. Haben Sie unser Raster im Blick? Deckung, Deckung! Bagram, wir wollen...
Boah, was für ein Penner. Was für ein armseliger Penner. Schicken Sie die Ranger in das Tal. Da die AFO-Teams die Ziele zerstört haben, wird es kaum Widerstand geben. Die AFO-Teams können weiterhin Luftangriffe anfordern. Schicken Sie die Ranger rein. Boah, ich kann dem Penner echt nicht mehr zuhören. Der Christus kalte Kotzen bei. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Schicken Sie die Ranger. Schick seine Mutter rein. Nichts, aber davon jede Menge. Was war? Oh, Scheiße. Ich glaub, wir sind am Arsch. Ich glaub, wir sind sowas von am Arsch. Boah, ich kann's echt nicht hören. Ich glaube, wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Das könnte gesünder sein. Ja, komm, lauf, lauf, lauf. Nettes Gefühl, hier so komplett ohne Deckung rumzulaufen. Warum bleiben die stehen? Das ist mir doch scheißegal, was das ist. Es steht da oben, also weg damit. Jemand? Nein. Ach da. Aua. Da ist doch noch jemand. War jemand.